Und zurück zu einer neuen Folge Spider-Man von Marvel. So, schauen wir doch mal, was wir heute machen. Wir haben in der letzten Folge auf jeden Fall jetzt schon mal zwei Türme freigeschaltet. Und wir haben jetzt eine Art Nebenmission. Und zwar können wir hier Verbrechen bekämpfen. Würde 25 EP geben und Rucksäcke holen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einmal so ein bisschen im Kreis rum. Und schauen mal, was uns ein paar EP einsammeln. So, nächstes ist dann dort, 235 Meter. Das passt eigentlich. Und ich mach mal das Bildmachgerät an, Leute. Ah, mit der Sonne, das schaut schon cool aus. Das haben sie richtig geil gemacht. Ich glaube, 4K wäre natürlich noch geiler. Aber wie gesagt, ich kann es eben noch nicht spielen, weil ich keine Capture-Card habe, die das Signal durchschleift zum Hi, Monitor. Leute. Spider-Man, knallt ihn ab! Noch mehr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Okay, schon erledigt. Sehr schön. Gesamt-EP 70. Okay, Yuri. Ich werde jetzt den letzten Turm in Chinatown reparieren. Du meinst, Spider-Cop repariert ihn? Ich habe nachgedacht, Yuri. Polizeiarbeit ist was für junge Männer. Und Spider-Cop, nun ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Okay, dann würde ich sagen, mach mal den Turm schnell. Spider-Cop ist ab heute offiziell im Ruhestand. Ach, Gott sei Dank. Ich brauche einen Drink. Wir werden heute Abend anstoßen, Yuri. In Erinnerung an Spider-Cops unermüdlichen. Yuri? Yuri, bist du noch da? Ich nehme an, die Gefühle haben sie überwältigt. Hier ist so hoch. Okay, dann schauen wir nochmal, ob wir den Schlüssel können. Wir müssen auf jeden Fall mal Gegensätze machen und weiter zusammen. Warte mal, das müsste jetzt kleine Schlüssel sein. Das war zu weit. Ja, das habe ich noch nicht ganz raus, muss ich sagen. Aber jetzt schaut es schon gut aus. Also, sehr schön. EP. Stufe 4. Schwunggeschwindigkeit plus 5%. Okay. Nicht gut. Nachher gibt es noch Fotos von meinen drei Brusthaaren. Die Werkzeuge für die Reparatur. Okay, jetzt haben wir mal das Gebiet freigeschaltet. Ich würde sagen, wir schnappen uns gerne mal den Rucksack hier. Wir sind im Labor. Ob Dr. Octavius wohl schon Feierabend gemacht hat? Doktor, wie ist es mit der Kommission gelaufen? Tut mir leid, dass ich alles verdorben habe. Ach was, Peter. Kurz vor dem Durchbruch sind Sie einfach nur nervös. Sie werden sich beruhigen. Wie immer. Soll ich zurück ins Labor, um aufzuräumen? Nein, nein, ich gehe jetzt zum Abendessen. Wir machen morgen weiter. Kurze Pause, dann arbeiten wir weiter an der Zukunft. Wenn man doch seinen Optimismus verkaufen könnte.
Anscheinend hat er das Labor für heute verlassen. Dann kann ich in Ruhe an meinem Anzug arbeiten. Rucksackmarken. Ich mixte einen Netzflüssigkeitsprototyp bei Oscorp, als Harry sein Praktikum dort machte. Hat nicht geklappt. Ich hatte immer Pech dort. Okay. Die Speisekarte vom ersten richtigen Date mit MJ. Ich hätte sie gern eben also ausgeführt. Der Rucksackinhalt praktisch. Aber es macht ihr nichts aus. Alles klar. So, da hinten ist noch ein Turm. Das machen wir jetzt aber nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das Gebiet hier soweit durch. Jetzt gibt es keinen Fallschaden. Plüschfigur. Plüschspider. Ein Spielzeughersteller hat diesen Prototypen hergestellt und will eine Lizenz von mir. Leider müsste ich meine Identität preisgeben, um Geld zu bekommen. Okay, also geht's nicht. So, nächster Rucksack ist hier. Es geht recht fix eigentlich, muss man sagen. Wenn es gerade am Ende ist. Okay, wo ist er? Ah, da oben. Ich habe nur sein. Okay, nächster ist denn hier und dann gehen wir darüber. Die Rucksacktour, Leute. Und zeigst du mir den jetzt auf der Karte nicht an? Ah, da oben. Okay. End. Nachtclub-Karte. Finderlohn. So, dann holen wir den auch noch. Das ist cool gemacht, dass man hier richtig durch die Straßen rennen kann. Okay. Rucksäcke gefunden. Normalerweise müssten wir jetzt hier im Gebiet eigentlich alles haben. Und wir könnten damit eigentlich mal zum Polizeirevier
Schauen wir mal, was dort zu tun gibt. Wahrscheinlich werden wir wieder Nebenmissionen kriegen oder Hauptmissionen sogar, ich weiß es nicht. Okay, müssen wir irgendwo reingehen? Polizeirevier. Ja, und jetzt? Hier bin ich in Eingang. Ja, ich bin ein Trottel. Wo machen wir das denn noch? Ernster Autounfall da unten. Sieht schlimm aus. Ich glaube, die Trümmer halten Personen im Auto gefangen. Ja, wie kann ich ihn retten? Wie geht's? Achso. Geschafft! Geh doch weg, Damage! Okay, ein Bürger. Danke, mein Held. Kein Licht. Warten Sie! Das waren alle. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Okay. Ich werde aber mal schauen, ob ich in das Polizeirevier rein kann. Aber anscheinend kann ich hier gar nicht rein. Oder vielleicht mit irgendwelchen Missionen erst. Oder gibt es hier noch einen Eingang hier oben? Okay, hier haben wir was. Sorry, ich mache es aber ein bisschen Nebenmission. Ich will nicht immer gleich die Hauptstory komplett durchspielen. Hauptstory machen wir immer nebenbei mal wieder was. Drogenhandel und Kriminelle. Die sind ein Herz und eine Seele. Hey Jungs, habt ihr Rezepte für das Zeug? Alter. Mach dich auf Schmerzen gefasst. Drogenhandel könnte meine meistgehasste Straftat sein. Definitiv unter den ersten fünf. Auch schon. Oder den letzten fünf. Wie auch immer. Ich habe euch ein Taxi gerufen, Jungs. Eins mit blinkenden roten und blauen Lichtern. Kann Spider-Man schwimmen? Okay. Spider-Man kann schwimmen. Ich könnte eigentlich mal schauen, ob ich das Netzteil da besser machen kann. Wo ist es bei Verteidiger drin?
Okay, wir warten noch ein bisschen. Was gibt's, Spidey? Ich habe das Fenster gesehen. Ich sollte vorsichtiger mit meiner staunenden Öffentlichkeit sein. Okay, der liegt im Wasser. Geil. Okay, da haben wir schon wieder ein Verbrechen. Ich weiß eben nicht, wie viel ich da machen muss für eine Trophäe oder so. Überfall. Ich muss ihn stoppen. Trachtprügel gefällig? Ihr habt Glück heute. Umhauen hat was. Läuft, Leute, es läuft. Okay, man kann keine Passanten schlagen. Hätte ja sein können. Okay, hier wird die Hauptmission weitergehen. Hier werden noch Türme. Hier sehe ich jetzt soweit nichts eigentlich. Wollen wir vielleicht den nächsten Turm gleich mal machen? Der Anzug hat bessere Tage gesehen. Schätze, ich kann ihn reparieren. Oh, ich bin ja hier hin. Ich wollte doch zum Turm. Nein. Hier muss ich hin. Denk mir schon, wo das Zeichen gelb ist. Ja, wie kann ich den reparieren? Den Anzug? Ist laut, aber die Maske fokussiert auf gedämpfte Geräusche. Solche, die ein gefesseltes Entführungsopfer machen würde. Sorry, sorry, sorry. Hey! Hilfe! Hilfe, bitte! Dämlicher Superheld blockiert den Bürger. Ein Hörer hat hier in der Nähe Hilferufe empfangen. Kommen Sie raus, strecken Sie cool die Beine. Gemacht. Oh Gott, danke schön. Ich hasse enge Räume. Die sind zurück. Die dürfen mir nicht wehtun. Das ist nicht sein Business, Spider-Man. Nimm das, Spinnenkopf. Alter.
Okay, machen wir weiter. Okidoki. Dann haben wir wieder Rucksäcke. Okay, gehen wir da hin. Leute. Meine Herren, ich muss Sie aus dem Geschäft bitten. Völlig abgedreht, einen Laden in der Stadt auszurauben, die von Spider-Man beschützt wird. Beschützt wird. Sag ich doch. Ich dachte, das war's. Hab Juri geschrieben, die Typen abzuholen. Ich wünschte, es gäbe ein Spidey-Emoji, das ich mitschicken kann. Unglaublich. Hey, Spider-Man, Spider-Man, hey. Hast du schon einen Steuerberater? Wow, zeig uns dein Gesicht. So, auch zum nächsten Rucksack. Entschuldigung, Verzeihung. Hey. Der Schocker. Okay. Wieder. Beim Civic Center, wo soll das sein? Ist hier irgendwas? Schaut nicht so aus. Es wäre nur geil, wenn man in die Häuser reingehen könnte. Klage! Ja, ich bin ein Trottel. Aus,
So geil, wie schön, wenn das auf dem Haus hier drauf ist. Alle Einheiten, Meldungen über Autounfall, Zivilisten gefangen. Bei Two Bridges gibt es einen Vorfall. Okay, Leute, ich würde sagen, jetzt machen wir an der Stelle einen Cut und schauen, in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge mal schauen, ob wir zwei Türme hier machen und dann, was halt hier alles noch zu tun gibt. Und ja, dann würde ich sagen, kämpfen wir uns von diesem Gebiet dann hier rüber. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like, Kommentar oder Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.